lost our water purifier in that last attack. Without it, we don't stand a chance. That's cool. So find the family's hideout and get it back. But use stealth. There are too many walkers to go in guns blazing. Nothing here. Cool. Walker there. Walker there. Watch out, sniper there. Where'd you find it? Some dead guy had it in his pocket. Seems like a bad idea. Pussy. There, there. There. Am I hearing things? Fine. I give up. Shh. There. There. Shit, shit! Suppressor broke! Reloading. Watch out! There! Who's there? So, nach zwei Messetagen sehen wir zwar selbst schon ein bisschen aus wie Zombies, deswegen auch die Sonnenbrillen, aber wir waren auch gerade auf Zombiejagd. Und zwar haben wir uns Overkill's The Walking Dead angeguckt und das wurde unseren Erwartungen durchaus gerecht, oder Stefan? Das kann man so sagen, denn das Spiel greift die Atmosphäre, die wir aus der Serie kennen, ziemlich gut auf. Das bedeutet, viel schleichen und wenig Krach machen, denn sobald da irgendwie ein bisschen Krach passiert gemacht wird, bricht die Hölle über einen los in Form von 100 Millionen, 1000 Zombies. Nein, ganz so viele sind es nicht, aber von ziemlich vielen Zombies, die einem ja ans Leben wollen oder ans Fleisch, wie auch immer. Und derer muss man sich ja wehren, beziehungsweise im Idealfall eben nicht, weil man relativ entspannt an ihnen vorbeischleichen kann. Ja genau, also es gilt wirklich super im Team zusammenzuarbeiten, so maximal vorsichtig vorzugehen, wie es nur geht. Und selbst wenn man das tut, lauert die Gefahr hinter jeder Ecke. Also wir haben zum Beispiel, sind wir aus Versehen an einem Auto hängen geblieben, ging sofort der Alarm los und was war? Zig Zombies sind auf uns zugestürmt und ja, unser Durchgang war gelaufen, gegessen sozusagen.